So, ich muss mal her dafür Cuts sorgen hier. Super, da unten wollte ich ja nicht zaubern. Ich glaube, die Kombi ist echt geil. Ich gebe euch ja auch noch was von dem Zeug. Es absorbiert und das andere gibt Schild. Das ist eigentlich recht praktisch. Haha, ich habe einmal draufgehauen oder drauf geleuchtet mit meinem Amulett und das Ding ist gestorben. Das war also mein Schlag, der ihn tötete. Vor allem bei der Gruppe habe ich gar nichts gemacht. Den, da liegen noch haufenweise Items. Was, den Nalfischnee? Was ist Nalfischnee? Nalfischnee. Das klingt wie frisch geschneiter Schnee. Nalfischnee. Das wird nicht besser, je oft du es sagst. Ach, das ist schon wieder so ein Viech. Oder ist sogar mehrere von. Nalfischnee. Ja, war das nicht mal ein Boss? Und wir kämpfen ja quasi. Oder das ist Nalfischnee? Ja, das war ein Dämon, den sie beschworen hatte. Das ist kein Dämon, das ist ein Schwein von Duke Nukem. Oh, die hat sogar einen Namen. Das sind geklaute Gegner aus Duke Nukem. Oh. Ich find's gut. Meine Mutter ist geklaut, das tötet. Was ist, ja. Ist er tot oder was? Einer ja. Hey, Level up. Cheater. Oh, was habe ich jetzt hier noch? Alter Schwede. Ja, ich glaube, mir gehen mal wieder die Bilder aus. Ja, Bild von Stadt. Huch, falsch. Die Schwertküste verteidigen. Was machen wir jetzt? Was macht ihr jetzt vor allen Dingen? Ich gucke mir gerade meinen Level Up an. Ich habe eine Quest beim Baum angenommen und reite jetzt zu Lord Amber. Lord Niven, da heißt das. Siehst du, jetzt geht das schon wieder los. Jetzt wissen wir wieder nicht, wer Quest hat. Doch, ich bin nur gerade am Leveln. Dann gehe ich jetzt nach Lord Niventer. Wenn ich ihn finde. Legendäre Artefakte. Gibt es nicht. Ist weg. Ja, denke ich jetzt auch zu Lord Neverember, wo auch immer der sein sollte. Ich weiß, wo der ist, der ist ganz oben, aber dann, warum das nicht angezeigt wird, ist blöd. Und das hasse ich, weil die funktioniert, die ist so echt teilweise buggy wie Sau. Na gut, ganz nach oben kommt man ja auch so noch. Ja, aber trotzdem. Wenn du jetzt zufälligerweise was war das mit der Schnecke los? Ey, drehte wie Breakdancer. Wenn du nicht weißt, wo der zufälligerweise wohnt, der Typ. Der kann ja auch beim Dönerladen nebenan sein. Ja, aber in dieser Welt gibt's keinen Dönerladen. Naja, wer weiß. Ich grüße euch. Jarlexel hat euch geschickt. Was sagt ihr? Ja, ich hab keinen. Ist euch die Legende um die Neun von Neverwinter bekannt? Nett. Neun mächtige Beschützer der Stadt, die in einer großen Unterburg Never begraben wurden. Ich fürchte, dass ihre Wut. So, das reicht um nachzuschauen. Das war schon Knox. Knox ihn aus.
Da sind irgendwelche Leute angekommen, die sich mit uns unterhalten wollen. Ja, schon mal ganz dreist. Was? Hier ist niemand. Nein, sagt der Sergeant oder der Hauptmann. Was macht ihr jetzt? Jetzt gehe ich dahin, wo die Leute sind, die mit mir reden wollen. Never Ember sprechen. Ich hab nix. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Begebt euch zur Brücke des schlafenden Drachen und sprecht mit Fettwebe Knox, um mehr zu erfahren. Ich stehe direkt vor Fettwebe Knox und er sagt: Vielen Dank für deine Hilfe. Danke! Ich stehe schon wieder planlos auf dieser überwältigenden Karte. Also machen wir jetzt die Gruft der Neuen. Gut. Sturzschaden wurde einfach durch gerechtes Leiden annulliert. Das ist auch eins, was Chaos verursacht. So, dann gehe ich jetzt auf unserem Bar dahin. Gut. Da brauche ich anscheinend euch dazu. Leute, die mit mir reden wollen. Du hast irgendeine komische Quest angenommen und du sagst noch nicht mal, welche das war. Ich hab's dir gesagt, Mann. Hm? Du hast aber nicht gesagt, wo. Doch, habe ich. Hilfe, wo war die denn? Bei Sergeant Knox. Sergeant Knox hat gar nichts. Da war ja, nur dann liegt da war, das vielleicht an unserem Levelunterschied oder. Da war nur ein lächerlicher Bote, den man eh nicht ansprechen soll. Sergeant Knox hat auch nichts für mich. Und nichts für dich. Das ist eine Klassenquest. Habt ihr beide mit der Frau am Baum schon gesprochen? Ja. Mit was? Okay. Dann bin ich mir jetzt auch nicht sicher, woher das kommt. Bitte, was? Ja, wie heißt ich soll nach Charanda. So the Farthest Forest. Ja, das ist das, was ich auch schon gesagt hatte, was ich gekriegt habe, als ich Level 64 geworden bin. Ah, okay. Alles klar. Das heißt, das kann Mike noch nicht machen. Okay, und du hast das schon alles klar, ja. Hat sich das ja auch erledigt. Boah, 3000 mehr Leben? Ja, die Rüstung, die man da kriegt, ist ultra. Okay. Wie 3000 mehr Leben? Wenn man die Quest annimmt, die du noch nicht hast, weil du dafür noch Level steigen musst, dann kriegt man, wenn man die abgeschlossen hat, eine Rüstung, die 3000 mehr Leben gibt. Lame. So, oh, wir kämpfen nun auf Stufe 17. Jetzt nice. Na toll, tot. Das ist eine der Quests, wo ich gesagt habe, die bringt Spaß. Ich hab Wissen entdeckt. Sag Bescheid, wenn ihr den Knox gesprochen habt. Oh. Sorry, war ein bisschen laut. Also stellt euch darauf ein, die Gegner sind krass, machen extrem viel Schaden, halten extrem viel aus. Hm? So, bitte zuhören. Wilfrids Denkmal. Ein Schrein zum Schutz. Ne, ein Schrein zum Andenken des gefreiten Wilfried, dessen waghalsige und letzten Endes törichte Taten im Verlauf der Zeit geglättet und glorifiziert wurden. Während ihr euch daran erinnern könnt, wie dieser voreilige Jüngling, die weitaus mächtigere Valindra, ohne dazu gezwungen zu sein, herausforderte, haben die Verteidiger von Neverwinter ihn fast zu einem Schutzheiligen erhoben. Ich habe den Text gerade nicht verstanden, Entschuldigung. Knox hat nichts mehr zu sagen für mich, sehr gut. Mit dem mysteriösen Drau sprechen, das wäre dann wohl ich. Hallo, hey, hinter dir. Warum seid ihr so schnell? Das ist doch unfair.
Kann ich den Gefährten mal wegschicken, ja. Wir haben das Geheimnis des Sprintens gelernt. Oh, ich habe Xandra, ich habe viele Wünsche. Welchen gewährst du mir denn? So. Ihr habt ein neues Lager entdeckt. Ganz ehrlich, Nivin, das sieht doch niemals so verzaust aus. Wisst ihr, was ich auch scheiße finde, wenn es Springgeräusche gibt, so wie hier? Und Let's Player Springgeräusche nachahmen müssen. Das ist affig. Scheiße, ich gehe schon in den Rage Mode. Ich hasse das. Seid ihr bald mal fertig? Das dauert mir zu lange. Interessante Quest. Den ersten Codeabschnitt erlangen. Ja, mach die mal fertig, Leute. Die machen mir nicht so schnell fertig. Das Problem ist, die machen mich wahrscheinlich eher fertig, weil ich kein Leben habe. Ich kann euch höchstens versuchen, mit meinen Buffs zu schützen. Das war eine Gruppe von kleinen Pässern, die mich fast gekillt haben. Ja. Oh, 4000 Damage, nett. Oh, cool. Der Krieger wurde gerade übernommen, der mich angreifen wollte. Schön. Ein Feind weniger. Nee, du kannst einfach so diese Ultra-Pier. Das ist doch krass. Ja, mein Geist nutzt einen Heiltrank. Mein Geist hat gerade einen Heiltrank gestrunken. Ist ja awesome. Mein Geist kann also... Alter, heilt sich da hinten. Ja. Das finde ich echt geil. Mein Geist hat einfach mal den Gegner, der mich angegriffen und mich fast umbringen wollte. Was, dazu wäre es gekommen. Ich glaube, der dich fast umbringen wollte. Ich dachte, er wollte dich umbringen. Aber das ist echt geil. Mein Geist übernimmt den Gegner und mein Gegner hatte ja zu dem Zeitpunkt jetzt durch mich ja weniger Leben gehabt. Durch mich als Reaktion. Und mein Geist trinkt einfach den Heiltrank, der in seinem Inventar war. Sehr schön. Das ist ein schönes kleines Gimmick. Das gefällt mir wieder in dem Spiel. Ach, ist der verwandelt. Was macht er da? Ach, die Betäubung. Ja. Ich bin tot, hilf mir. Ich geh mal was zu trinken. Und... Alter, ihr seid beide tot. Ja, ich auch. Was? Okay. Kann doch nicht einfach so wegsterben, Mensch. Wir können ihn nicht umgehen, das ist ja gemein. Das ist eine unsichtbare Wand. So, lass mal zusammen irgendwie vorgehen. Die Quest ist nicht machbar. Das ist nur einer, ne? Ne, da sind noch zwei. Scheiße, ich komme her. Die sind angeschlagen, also sind gleich tot. Jetzt habe ich endlich meinen Geist wieder. Oh, kaputt. Wir können ihn nicht wiederbeleben, er ist zu lange tot. Ja. No. Achtung, weg hier.
zurück. Lass mal versuchen, die aufzuteilen oder so. Ja, einer kommt hinterher, das ist gut. Da aber wieso gibt's denn eine unsichtbare Mauer? Das ist doch kacke. Ich könnte jetzt locker zu euch rüberlaufen. Ja. Was für eine Scheiße. Ende.